Jo, Freunde der Z-Promis, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Melanie Müller. Leute, kommt schon, Melanie Müller, euer Ernst? Okay, Melanie Müller ist durch etliche TV-Auftritte und Songs, die sie veröffentlicht hat, erfolgreich geworden. Wie erfolgreich sie ist, kann man auch bei ihren Auszeichnungen sehen. 2018 hat sie nämlich tatsächlich den Ballermann Award in der Kategorie TV-Medien weiblich erhalten. Also ich weiß nicht, ich habe mit 7-mal einen Pokal für den 2. Platz beim Torwandschießen bekommen, da war ich ein bisschen stolzer drauf, um ehrlich zu sein. Außerdem hat sie 2011 unter dem Namen Scarlett Young auch einige Filme rausgebracht. Unter anderem Klassiker wie Mein erster Porno oder SM Abenteuerlust. Und kleiner Funfact, vielleicht kennen sie sogar einige, denn 2014 hat sie sogar mal einen WM-Song rausgebracht. Flanke rein, Schuss nach vorne und dann den Hacken zurück. Und wenn es klappt, dann rufen alle Tor! Also jetzt mal ernsthaft, der Text ergibt doch so wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Also, Flanke rein, Schuss nach vorne. Wo soll man jetzt nach dem Schuss noch einen Hackentrick machen? Hä, es macht gar keinen Sinn. Jetzt gab es allerdings einen eher unschönen Skandal für die 34-Jährige. Und zwar hat sie letzten Monat in Leipzig ein Konzert bei einem Oktoberfest gegeben. Jetzt wurden allerdings Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, dass das Publikum doch relativ schwierig ist, um das mal nett auszudrücken. Man sieht eindeutig, dass die Personen im Publikum mehrmals Sieg Heil rufen und dabei den Hitlergruß machen. Das sind halt ganz klar rechtsradikale Ausrufe, die da halt gemacht werden. Ich glaube, das muss ich halt niemandem erklären. Natürlich hat Melanie Müller das Ganze dann super wieder unter Kontrolle gebracht. Auch da können wir einfach mal ganz kurz reinschauen. Anstatt den Auftritt zu beenden oder den Leuten vielleicht zu sagen, dass diese Aufrufe überhaupt nicht fit gehen und man vielleicht rausgeworfen werden sollte, hat sie halt einfach mit Zicke-Zacke die Leute noch mehr angeheizt. Sie hat dann später auf Instagram auch ein Statement dazu abgegeben, da sagt sie Folgendes dazu. Viole mit eindeutigen rechtsradikalen und nationalsozialistischen Gedankengut. Ich habe darauf natürlich sofort hingewiesen, dass solche Äußerungen zu unterlassen sind und ich auf dieses scharf kritisiere. Naja, also wir haben ja gerade gesehen, was sie gemacht hat. Die Leute haben da ganz laut rechtsradikale Sachen gerufen und sie hat mit Zicke-Zacke das Ganze noch angefeuert. Das ist für mich jetzt eigentlich kein Hinweisen darauf, dass vielleicht die Äußerungen dieser Leute nicht okay sind. Später im Statement hat sie dann auch noch Folgendes gesagt. Zu weiteren derartigen Äußerungen und Rufen kam, habe ich meinen Auftritt sofort abgebrochen und die Veranstaltung auch verlassen. Ob das Konzert jetzt wirklich abgebrochen worden ist oder nicht, das können wir auf der Aufnahme leider nicht erkennen. Aber ich will das nicht mal in Frage stellen, kann schon gut sein, dass sie das abgebrochen hat. Die Frage ist natürlich, ob sie das wirklich gemacht hat, weil sie etwas gegen dieses Gedankengut hat oder vielleicht aus Imagegründen. Denn wie man sehen kann, wenn solche Videos auftauchen, ist das meistens dann nicht so ganz positiv. Und jetzt mal wirklich, bei so einem Statement wäre es wirklich eine bessere Ausrede gewesen, einfach zu sagen, nein, nein, die haben wie geil gerufen, weil ich so gut auf der Bühne bin. Gut, das glaubt zwar auch keiner, aber trotzdem. Die ganze Sache ist für Melanie generell nicht allzu gut gelaufen, denn nachdem schon das erste Video wirklich sehr kritisch gewesen ist, ist danach noch ein Video aufgetaucht, was noch ein Stück kritischer ist. Hier konnte man halt wirklich einfach eindeutig sehen, dass sie ungefähr 8-mal den Hitlergruß macht, während die Meute Ost, Ost, Ost ruft. Sie hat sich bei einem Interview übrigens damit rausgeredet, dass sie ja seit 11 Jahren dieses Zicke-Zacke macht und das Ganze jetzt einfach nur ein Zufall gewesen ist, dass das halt so aussieht. Also erstmal hat sie während dieser Aufnahme halt nicht irgendwie Zicke-Zacke, Zicke-Zacke gemacht. Zweitens kann man halt eindeutig an der ganzen Armbewegung und wie sie das Ganze macht erkennen, dass es halt einfach der Hitlergruß ist. Beim ersten Video, was ich euch gezeigt habe, hat sie ja tatsächlich dieses Zicke-Zacke gemacht und da war überhaupt kein Arm, den sie irgendwie gehoben hat. Dazu hebt sie ja sogar extra den rechten Arm. Ich habe mir jetzt einfach mal einige Videos von ihren Auftritten angeguckt und sie hat das Mikrofon wirklich jedes Mal in der rechten Hand, denn Melanie Müller ist Rechtshänderin. Nur während dieses einen Clips, wo sie zufälligerweise den Hitlergruß macht, hat sie das Mikrofon vorher von der rechten in die linke Hand getan. Wieso bloß genau da? Meiner Meinung nach ist das Ganze wirklich sehr eindeutig. Deswegen ermittelt übrigens auch die Staatsanwaltschaft in Leipzig. Deswegen bin auf jeden Fall gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Nach dem zweiten veröffentlichten Video, was jetzt wirklich eigentlich gar keine Fragen offen lässt, hat Melanie Müller dann noch ein Statement auf Instagram abgegeben, was halt wirklich, also das ist wirklich das schlechteste Statement dieses Jahres, würde ich sagen. Also erstmal ist das dazugehörige Bild so schlecht gespielt, dass wir darüber gar nicht reden, denn es geht ja um Text, aber ich wollte das trotzdem mit
reinnehmen. Das mediale Feuer, die unberechtigten Vorwürfe gegen mich, die Behauptung, ich mache mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache und bewege mich im rechtsradikalen Umfeld, haben mich physisch und psychisch hart getroffen. Ja, ich bin eine taffe Frau und habe schon vieles gemeistert und ertragen. Anstatt irgendwie auf die Vorwürfe vernünftig einzugehen und vielleicht zu sagen, was sie eigentlich auf dem Bild gemacht hat, was für sie ja anscheinend kein Hitlergruß gewesen ist, versucht sie sich jetzt halt einfach in die Opferrolle zu stellen im Sinne von: Alle gehen auf mich drauf und es tut mir so weh. Ich bin zwar stark, aber nicht so stark. Und dass sie zumindest auf der Bühne mit den Leuten ja tatsächlich gemeinsame Sache gemacht hat, das haben wir halt einfach gesehen. Denn sie hat die Leute angeheizt und hat da mitgemacht. Auch später im Statement sagt sie dann noch, dass sie mit so einem Gedankengut ja nichts am Hut hat. Was bei den Videos nicht so wirklich scheint und auch abgesehen davon ihr Freund wohl auch in dieser Szene aktiv ist, wozu wir auch gleich nochmal kommen werden. Anschließend stellt sie sich dann nochmal in die Opferrolle und gibt jetzt den Medien wie RTL die Schuld, die sie ja die ganze Zeit irgendwie mit Dreck bewerfen, weil irgendwas wird schon hängen bleiben. Ja genau, weil dieses Video ist ja, wie gesagt, überhaupt nicht eindeutig, sondern RTL dachte sich so, welchen Promi könnten wir jetzt als rechts hinstellen? Mehr steht in diesem Statement tatsächlich nicht drin. Keine Entschuldigung, keine Klarstellung, was da denn ihrer Meinung nach wirklich passiert ist, sondern sie stellt sich wirklich die ganze Zeit einfach nur in die Opferrolle. Und das auch wirklich noch absolut schlecht, wenn man halt die Beweise dagegen sieht. Wirklich, hoffentlich sieht ihr nächstes Statement so aus. Was ich ja wie gesagt lustig finde. Im Statement hatte sie ja auch gesagt, dass sie mit diesem Gedankengut ja wirklich gar nichts am Hut hat. Wie ich ja gerade schon erwähnt habe, mit ihrem Freund ist das aber gerade relativ schwierig, das so stehen zu lassen. Ihr aktueller Freund Andreas Kunz trägt nämlich zum Beispiel Thor Steiner Klamotten. Das ist so ein stilles Erkennungsmerkmal von Rechtsradikalen. Das ist allerdings noch nicht alles. Joss Nero hat das in seinem Video schon sehr, sehr gut zusammengetragen. Deswegen blende ich das einfach mal ganz kurz ein. Dein Freund ist in einschlägigen Kreisen unterwegs. Ist anscheinend mit Firmen wie Asgard Security verbandelt. Taucht in Verfassungsschutz auf. Vereinen auf, scheint ein Viktor Orban-Fan zu sein und ist, ja, an nationalistischer Politik interessiert. Man kann also schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ihr Freund Andreas Kunz schon so ein Gedankengut hat. Dann zu sagen, dass man sich davon distanziert, kommt halt nicht ganz so gut, wenn man den Penis von dem Typen massiert, der genau dieses Gedankengut hat. Ich denke mal, dass sie halt mindestens durch ihren neuen Freund da halt einfach reingerutscht ist, weil er halt einfach in dieser Szene aktiv ist. Entweder sie hat halt einfach nichts dagegen, weil sie vielleicht teilweise genauso denkt, oder ihr ist es egal und sie weiß gar nicht, was es bedeutet, in so einer Szene unterwegs zu sein. Beides wäre auf jeden Fall gleich traurig. Ich finde auf jeden Fall gerade die Statements dazu einfach absolut lächerlich. Vor allem ist es auch teilweise, glaube ich, vorgeschrieben oder so. Also ich glaube, sie hat das nicht mal selber gemacht. Denn im ersten Statement kann man auch relativ gut sehen, dass sie das halt einfach abgelesen hat. Bei den Beweisen, sich einfach so in die Opferrolle zu stellen, ist halt wirklich sehr wack. Dazu sind natürlich noch die Kommentare auf Instagram limitiert, sodass man nur kommentieren kann, wenn sie das zugelassen hat. Ich glaube, es gibt unter dem Statement auch nur so ein Dutzend Kommentaren, die natürlich alle komplett positiv sind, komischerweise. Also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr lächerlich. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Video. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Okay, thanks, bye. Entschuldigung, ja, hallo Lara. Du, ich bin zufällig wieder Single geworden. Hättest du immer noch Lust auf ein Treffen?